glaube, dass die Unzufriedenheit überwiegt heute. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und haben uns dann, ja, zweite Halbzeit, dann ist es an ein wildes Spiel angepasst von Augsburg. Uns war klar, dass Augsburg schnell nach vorne spielen wird, auch viel mit hohen Bällen spielen wird. Und ja, da haben wir es einfach nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit die Kontrolle zu bewahren. Haben da auch hektisch nach vorne gespielt und dadurch wurde es eben ein wildes Spiel. Und letztendlich muss man sagen, es ist das Unentschieden gerecht heute. Ja, wir wollten natürlich mehr holen. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Da finde ich, muss noch ein, zwei Tore machen und ja, eigentlich auch mal zu Null spielen. Das hatten wir uns eigentlich fest vorgenommen. Und dann kassierst du am Ende so ein ärgerliches Tor. Ja klar, freut man sich über jeden Einsatz. War für mich jetzt auch keine leichte Phase die letzten Wochen. Aber ja, ich versuche einfach im Training immer Gas zu geben und ja, da einfach meine Leistung abzurufen. Und wenn das dann honoriert wird vom Trainer, das freut mich natürlich. Und ja, den Weg will ich jetzt genau weitergehen. Einfach da anknüpfen, meine Leistung im Training zeigen und dann hoffe ich, dass ich auf weitere Einsätze komme. Also wir waren ja auf der anderen Seite beim Aufwärmen und ja, es war ein Schrecken. Also selbst auf der gegenüberliegenden Seite war es ein Riesenknall und jeder hat sich erschrocken. Wir haben uns angeguckt und wir dachten, was ist denn hier los? Ja, ich habe einen Riesenschreck bekommen. Das war extrem laut. Ja, und mir tut es natürlich leid für die Betroffenen. Das gehört sich nicht. Und ja, ich hoffe, der Vorfall war einmalig und das gibt es nicht mehr. Das geht auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass von den Betroffenen keiner ernsthaft verletzt wurde und wünschte auch eine gute Besserung und ja, hoffe, dass der oder die Täter ermittelt werden können und dann auch die gerechte Strafe bekommen, weil sowas gehört nicht in Fußball, sowas gehört nirgendwo hin. Ja, ich glaube, wir sind auswärts immer noch ungeschlagen. Jetzt haben wir einen Punkt gegen Augsburg, gehen in die Länderspielpause und ja, danach wollen wir es auch besser machen. Ich glaube, nach der Länderspielpause haben wir auch nicht unsere besten Spiele gezeigt. Das müssen wir jetzt machen und 3 Punkte dann einfahren. Ich denke, bei allem, was heute eher unzufrieden ist für uns, sollten wir trotzdem das mitnehmen, dass wir auswärts noch kein Spiel verloren haben. Und hoffe natürlich, dass wir die nächsten 3 Punkte dann zu Hause holen.